Einen schönen guten Morgen aus Nordheim. 8.30 Uhr, 4 Grad, stark bewölkt. Der Wochenmarkt ist schon begonnen und ich gehe jetzt hier einmal so durch Nordheim und würde mir das ein oder andere mit euch gerne zusammen anschauen. Also, wenn ihr mögt, bleibt dran. So, ich stehe jetzt hier vor dem Reddersen-Haus. Dort das blaue, wo das Schild von der Touristeninformation dranhängt. Und wer sollte es für möglich gehalten haben? Ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht. Und zwar ist das Ganze um 1420 erbaut. Und heute sind da die Geschäftsstellen von Stadtmarketing und Nordheim Touristik untergebracht. Es gibt eine zusätzliche Museumsetage, wo noch eine Wohnung der letzten namensgebenden Eigentümerin, Marie Reddersen, sich befindet. Und im hinteren Teil noch so ein Künstlerarchiv. Direkt gegenüber befindet sich dann hier das Museum, wo im vorderen Teil eine Apotheke untergebracht ist und im hinteren Teil das Museum. Und das soll eins der schönsten Gebäude der Stadt sein, wo früher das San Spiritus Hospital 1500 rum errichtet wurde. Und 1840 gab es dann so gesehen eine Nutzungsänderung. Davor steht noch dieser schöne Brunnen, den ich jetzt auch nicht unbeachtet lassen möchte. Ihr merkt, dieses Detaillierte von den Gebäuden, das geht mir nicht so ganz leicht von der Hand, weil das eigentlich nicht so meins ist. Aber ich fand es hier irgendwie interessant, weil ich da einiges drüber gelesen habe und werde es deswegen einfach mal erwähnen. Hier noch einmal die Frontansicht von dem Stadtmuseum. Das vor mir hier ist die Stadtmauer, die noch über gute 1000 Meter teils in voller Höhe erhalten ist. Und als ganz Besonderes davon sei der Turm Tilliloch, der offen wäre. Und da muss ich jetzt gerade mal schauen, ob das das ist, was hier vor mir ist oder auf der anderen Seite noch zu sehen. Und auf der Rückseite hier befindet sich jetzt der alte Friedhof, was ja eher so ein bisschen parkähnlich wirkt. Auch weiterhin mit Blick auf die Stadtmauer. Hat das für mich gar nichts vom Friedhof. Von hier aus sieht man jetzt auch wieder richtig schön schon die katholische, St. Marienkirche von 1886. Hier einmal so eine Seitenansicht und auch nochmal die Frontansicht. Leider alles ein bisschen duster, aber das ist dem Wetter geschuldet. Weiter geht's jetzt hier Richtung Adolf Hückwall, wo es Minigolfanlagen gibt und so eine kleine parkähnliche Anlage. Und selbst der Feldherr Tilly soll hier im Dreißigjährigen Krieg schon die Befestigungsanlagen der Stadtmauer gesehen haben, die gleich dort auf der linken Seite zu sehen sein werden. Und da sind die Befestigungsanlagen nochmal gut zu sehen. Vom Adolf Hückwall kommend geht es dann weiter Richtung Turla-Wielerwall, wo hier gerade so eine Teichanlage, ich denke mal, neu gemacht wird. So wie die Absperrungen da sind, das sieht recht frisch aus. Und das Material hier hat es definitiv hinter sich. Wenn es fertig ist, bestimmt wieder ein sehr schönes Plätzchen. Hier auch nochmal ein Hinweis auf den Turla-Wielerwall, der hier vorne sehr schön weitergeht. Immer wieder so kleine Wasseranlagen, Pavillons und Brücken. Kleine Plätzchen daneben zum Verweilen. Also diese Wannanlage hat schon was. Und hier gibt es gerade ein Entenkonzert. Ich stehe gerade unter diesem Pavillon.
Ach, die Guten denken wahrscheinlich, die werden hier gefüttert. Nee, das tut mir leid, sowas mache ich nicht. Und da geht's weiter Richtung Trauerweide. Schöne kleine Sachen, die man hier entdecken kann. Auch zu dieser tristen Jahreszeit schön. Wenn man hier an den Wallanlagen unterwegs ist, kommt man auch an dieser St. Sixti-Kirche vorbei. Das ist jetzt eine evangelisch-lutherische, spätgotische Hallenkirche, die 1469 bis 1519 erbaut wurde. Besonders sehenswert wären wohl diese Flügelaltäre in der Taufkapelle und so das Seitenschiff und sowas. Dadurch, dass da aber gerade restauriert wird, ist alles geschlossen noch. Wenn ich da gleich noch irgendwie eine Möglichkeit hätte, würde ich wohl gerne auch mal reingehen. Aber ansonsten auf jeden Fall so auch schon mal schön anzusehen. Aber auch hier wird es richtig interessant. Erstmal diese Holzskulptur. Muss man ein kleines Stück zurückgehen, damit die auch ganz drauf ist. Ja, der Kopf hat ein bisschen was vom Toten und der Rest vom wohlgenährten, doch muskulösen Menschen im Regen. Ich weiß nicht. Aber hier geht es weiter und da steht, dass es das Theater der Nacht ist. Und dieses Theater der Nacht war ursprünglich mal eine Feuerwache, wo dann das THW nachher nochmal drin war und jetzt von zwei Künstlern, ja, zu einem skurrilen, finde ich, aber einem tollen Projekt umgebaut wurde. Also da muss man sich jetzt auf jeden Fall auch mal die Details anschauen. Das hat schon was. Also hier auch mal so ein kleiner Blick rein. Es ist leider noch bis zum 21. geschlossen. Steht auf dem Schild. Was so dieses mit den ganzen Puppen und sowas angeht. Aber es macht einen tollen Eindruck. Hier auch noch mal so ein kleiner Blick mit dem Treppengeländer und solche Details. Echt klasse. Hier weiter entlang der Stadtmauer sind kurz hinter diesem skurrilen Café oben noch solche Figürchen auf der Mauer, die doch irgendwie zum Schmunzeln anregen. Wenn ich das Ganze richtig verstehe, kommt man ja hier an der Stadtmauer runter und dann gehört dieses hier noch zum oberen Tor dazu. So, hier ist jetzt das Corvinushaus, wo der Herr Corvin die erste lutherische Fassung gemacht hat. Dieses dunkelgraue Haus ist das Kassebersche Haus und das Ganze soll von 1566 sein. Und hier die Straße runter, das sind die Ackerbürgerhäuser, meistens so aus dem 16. Jahrhundert. Hier geht es in die Holzhäuserstraße. Ich versuche das Ganze mal mit dem Zoom irgendwie schön hinzukriegen. Ja, das hat was. Ist mal anders als durchradeln oder durchlaufen. Das vor mir hier ist jetzt das ehemalige Benediktinerkloster St. Blasien. Wurde um 1100 von dem Grafen von Northeim gegründet. Der letztliche bauliche Rest ist aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die St. Blasien-Kapelle, die ehemalige Sakristei, der Bürgersaal. Das ist alles hier noch so, was man da sieht. Ja, ich habe jetzt diesen Stadtrundgang hier so gemacht, wie es laut der Broschüre, die die Stadt Northeim hier ausgibt, geplant ist. Das ist einmal dieses Teil. Ich muss sagen, nee,
Also gefallen tut es mir besser, wie ich es sonst mache, dass ich mir wirklich jede Gasse angucke, weil ich jetzt auch ein paar Sachen gemacht habe, die nicht hier draufstehen, die ich deutlich schöner fand als das, was hier so mit roten Punkten gekennzeichnet ist. Aber wie immer, man kann es ja auch nicht jedem recht machen und schon gar nicht mir, denke ich immer. Und daher hoffe ich, das Ganze hat euch trotzdem gefallen. Tristes, trübes Januarwetter. Wann ihr das Video seht, weiß ich nicht. Wird wahrscheinlich im Sommer geschehen. Aber trotzdem war es schön. Mir hat es gefallen. Ich hoffe, euch auch. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Markus.